Mal schauen, wo wir rauskommen und ob wir dann die Runde auch meistern, so von vorne bis hinten. So, das habe ich diesmal besser gefahren, deutlich besser wie sonst. Das war gut. Jawohl, Leute. Das sieht super aus bis dato. Das war eine saubere Runde. Und gleich kommt hier der Checkpoint. Da sind wir sogar schneller als Bottas. Wir sind schneller als Bottas, Leute. Yo Leute, was geht und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Formel 1 2019. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Lasst eine Bewertung da und vielleicht auch ein Abo, wenn ihr noch neu seid. Das würde mich sehr freuen. Wir starten heute mit dem Qualifying von China in Shanghai auf dem International Circuit. Und ja, in der letzten Folge war das Training. Da sind wir gut durchgekommen, alles auf perfekt geschafft. Und ich bin guter Dinge, dass wir im Qualifying vielleicht wieder nur unter die Top 10 kommen können. Mal schauen, wie es läuft. Ich hatte jetzt eben vor der Aufnahme das umgestellt, dass das Qualifying jetzt komplett ist, also Q1, Q2 und Q3 und nicht nur eine schnelle Runde oder die 10 Minuten, wo wir Zeit haben. Deswegen, ja, bin ich froh, dass es jetzt endlich getan ist und wir können loslegen. Ja, dann ab geht's, Leute. Willkommen in Shanghai, China, zu einer zweifelsohne fantastischen Formel 1 Qualifying Session. Jo, da sind wir auch schon im Auto, Leute. Gleich geht es los. Ich gucke mal, dass ich das Setup auf erhöhte Spitzengeschwindigkeit stelle. Denn das ist hierfür nötig, aber wer maximale würde ich, glaube ich, eher nicht nehmen. Ich bleibe lieber dann bei der. Sonst haben wir dann in den Kurven vielleicht Probleme, das möchte ich nicht riskieren. Wir fahren erstmal raus. Mit welchen Reifen? Moment. Wir haben drei frische, super softe Reifen. Ich glaube, die reichen uns dann auch fürs Qualifying. Ja, ich denke schon. Aber gut. Das Wetter soll sich halten. Es soll nicht mehr regnen. Auch nicht im Rennen. Finde ich gut. Und dann los geht's. Und da sind wir auch schon, Leute. Es geht los mit der ersten Runde vom Qualifying hier in Shanghai. Und ich bin froh, dass wir wieder im Cockpit sitzen. Ich muss echt sagen, das macht immer sehr viel Spaß, mit dem Lenkrad zu spielen. Ich habe das Trustmaster TMX mit Force Feedback. Und das ist schon echt ein cooles Gefühl. Macht deutlich mehr Spaß wie mit dem Controller. Man kann auch deutlich genauer fahren wie mit dem Controller. Also wer sich das leisten möchte, das kann ich ihm nur weiterempfehlen. So, Vettel ist schon mal eine Runde gefahren. Schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt für uns. In Sektor 1 waren wir eben nicht ganz so sauber in jeder Kurve. Da können wir noch was rausholen in Zukunft. Und hier komme ich viel zu weit raus. Oh nein. Das hat Zeit gekostet. Das war überhaupt nicht gut gefahren. Aber okay. Was soll es? Wir sind ja hier um... Oder wir haben ja noch mehr Versuche. Wir sind noch nicht am Ende. Aber okay. Auch hier wieder ein bisschen zu weit raus. Ich sollte ein bisschen geduldiger sein beim Rausbeschleunigen. Vettel hat eine 1,36,6. Ist eigentlich noch eine recht hohe Zahl, oder? Oder Zeit? Weiß nicht genau. Mal schauen, wo wir rauskommen. Wir sind ja gleich hier am Ende der langen Geraden. So. Okay, gut erwischt diese Kurve. Das war okay. Und gleich kommen wir auf die Geraden, auf die Zielgerade. Auf die Kurve. Und dann haben wir schon mit der ersten Runde. Wie viele Sekunden sind wir in Rückstand? Gar keine. Wir sind Erster momentan. Ich fahre erstmal in die Box, Leute. Okay, wir sind momentan Zweiter noch mit der Zeit. Soll ich vorspulen und hoffen, dass wir schon damit durch Q1 kommen? Ich probiere es mal. Ja, okay, Leute. Wir sind Fünfter geworden mit der Zeit. Wir haben 1,3 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Ist schon eine Menge. Aber wir können noch deutlich mehr rausholen aus unserem Auto. Und die Runde war nicht perfekt. Da können auch viel nach oben gehen. Und Kimi ist auch weitergekommen. Das freut mich sehr. Ist auch in Q2. Genau wie... Oh. Nico Hülkenberg ist ausgeschieden. Genau wie unser ehemaliger Kollege, der Weber. Und der... George Russell. Nee, Moment. Hier, Devin Butler. Unser Rivale. Unser Feind. Der ist Neunter geworden. Das ist eine gute Zeit eigentlich für ihn.
Aber gut, mal schauen, wie es weitergeht in Q2. Aber war schon mal eine ganz gute Runde. Vielleicht schaffen wir es wieder unter die Top 10. Aber kann schon gehen. Q2 beginnt und wir fahren direkt raus. Die Strecke ist noch leer, das können wir noch nutzen für uns. Auf geht's. Dann wollen wir mal beginnen mit dem zweiten Streich. Eine 1:36:1 waren wir eben gefahren. Das wollen wir diesmal toppen. Vielleicht am besten mit einer 1:34 niedrig. Das wäre das Beste, was wir hätten kriegen können. Aber ich weiß nicht genau, ob wir das schaffen können mit dem Auto und unserer Leistung. Aber ich probiere es. Vielleicht läuft es ja. Das war schon mal, glaube ich, besser gefahren wie in der ersten Runde eben. Da war ich näher an der Ideallinie dran und auch vom Tempo her nicht schlecht dabei. So, das war auch okay. Wir hatten eben schon mal lila eine Bestzeit in Sektor 1. Aber es ist auch noch keiner gefahren. Vielleicht liegt es daran. Man weiß es nicht. Und hier komme ich wieder zu weit raus. Ah, da muss ich einen Tick früher anfangen zu bremsen, sonst verliere ich da immer ein bisschen Zeit. Das muss nicht sein, das ist eigentlich keine schwere Kurve. Aber gut. Ganz perfekt, werde ich es nie hinkriegen, glaube ich. Dazu bin ich zu. Oh nein! Nein! Damit ist die Runde vorbei. Ah, oh, fuck you! Ich fahre in die Box, Leute. So, da sind wir wieder in der Box. Wir wurden gerade reingeschoben. Von unserem netten Team. Ich mag das immer irgendwie. Und wir haben noch 10 Minuten Zeit. Ist noch genug für eine gute Zeit, für eine gute Runde. Wir nehmen auch nochmal die Gebrauchten von eben. Ja, das machen wir. Dann auf ein neues. Diesmal muss es aber passen. Und diesmal sind wir auch schon ein bisschen unter Zugzwang. Wir müssen jetzt auch wirklich eine Runde hinlegen, sonst ist nämlich das Q2 vorbei und wir haben noch keine gescheite Runde hingelegt. Das sollte uns lieber nicht passieren. Aber gut, es war eben ein blöder Fehler beim Rausbeschleunigen aus der Kurve. Da muss ich aufpassen. Das war auch schon immer in dem Regen richtig schlimm da in der Ecke. Aber ich dachte, im Trockenen würde das besser gehen. Aber anscheinend nicht. Auf jeden Fall Obacht. Okay. Diesmal bin ich besser hier durchgekommen. War zwar jetzt vom Tempo her langsamer, aber von der Linie her besser. Ich hoffe, das hat uns was gebracht. Zeitlich gesehen. Und wie sieht's aus hier am Checkpoint? Am Sektor? Keine Ahnung, ich gucke jetzt gerade nicht nach da. Wow. Die Sonne blendet hier immer so ein bisschen. Ach, scheiße, das war auch nicht perfekt, aber scheiß drauf. Auf jeden Fall, der Bottas ist momentan Erster. 1:34:9 ist der gefahren. Das ist eine starke Zeit. Keine Ahnung, ob wir da rankommen können. Aber wir müssen ja auch erstmal nur in Q3 reinkommen. Wir müssen auch nicht unsere bessere Zeit haben. Aber so, sieht schon ganz gut aus, glaube ich. Noch die Kurve hier. Und dann haben wir es gleich. Wo kommen wir raus? Bei einer 1:35, 36:2. Keine gute Zeit eigentlich. Scheiße. Ich dachte eigentlich, wir wären damit besser wie im ersten Q. Aber wir sind nochmal ein Zehntel langsamer. Und ich hoffe, wir schaffen das noch unter die Top 10 damit. Das wäre echt schlimm, wenn wir jetzt ausscheiden würden. Aber nein, wir sind Sechster am Ende, immer noch 1,3 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Ich weiß nicht, ob wir da noch großartig rankommen können. Ich dachte eigentlich, wir hätten im Q1 große Fehler gehabt in der Runde. Aber anscheinend waren die nicht so gewichtig. Ich weiß nicht genau. Aber Lando Norris, Alter, mit McLaren Fünfter geworden. Verdammt starke Leistung. Raikkonen ist ausgeschieden. So wie Ricciardo. Ist ein bisschen überraschend. Der Rest ist normal, würde ich sagen. Aber gut, dann schauen wir mal, ob wir in Q3 uns nochmal steigern können. Okay, Leute, wir sind in Q3 angekommen. Ich muss aber auch sagen, eben hatten wir ja die zweite Runde gefahren mit einem gebrauchten Reifen. Das macht ja natürlich auch ein bisschen was aus. Wenn er schon ein paar Prozente verbraucht ist, ist er halt ein bisschen langsamer. Hier, der ist schon mal zum Vergleich eine Sekunde langsamer mit 17% Abnutzung. Ist schon ordentlich, würde ich sagen. Aber okay, wir haben noch einen frischen Satz und wir haben fürs Rennen sogar noch einen kompletten frischen Satz Reifen. Das ist verdammt cool. Aber gut, dann fahren wir schnell raus. Wir haben nur noch 11 Minuten.
Ich würde dann gerne mal eine Zeit unter 1,36 schaffen. Ich glaube, mehr werden wir heute nicht rausholen können, aber das wäre, glaube ich, schon möglich. Und das würde mich freuen, wenn wir das schaffen. So, hier schön hochrollen. Kann man fast durchrollen durch die Kurve. Ja, okay. So, jetzt weiter hier. War, denke ich, kein schlechter Start. Max Verstappen. Schon mal eine gezeitete Runde gefahren. Aber nicht gerade überzeugend. Also nicht besser als wir. Aber Bottas schon mal eine gute Zeit. Okay. Mal schauen, wo wir rauskommen und ob wir denn die Runde auch meistern, so von vorne bis hinten. So, das habe ich diesmal besser gefahren. Deutlich besser wie sonst. Das war gut. Jawohl, Leute. Das sieht super aus bis dato. Das war eine saubere Runde. Und gleich kommt hier der Checkpoint. Da sind wir sogar schneller als Bottas. Wir sind schneller als Bottas, Leute. Alter, was geht hier ab? So, jetzt hier gut rausbeschleunigen. Nein, bisschen... Nein. Ah, ist das bitter. Beim Rausbeschleunigen über die Curbs gefahren. Damit bin ich ausgebrochen. Das hat was gekostet, auf jeden Fall. So, hier nochmal gut rumgekommen. Das war okay. Letzte Kurve noch gut mitnehmen und dann haben wir vielleicht eine gute Zeit erwischt. So, komm schon, Auto. Ja. Das muss doch gut sein, oder nicht? Eine 1,35,3. Boah, geile Runde, Leute. Wir fahren in die Box, das war's. Ja, mache ich. Aber das wird nicht so bleiben. Okay, das war eine gute Runde. Ich bin zufrieden. Wir sind gerade hinter Hamilton, Zweiter. Aber ich glaube, uns wird noch jemand toppen. Trotzdem, gute Runde. Ja, danke, Jeff. Wir fahren momentan ja mit der Schwierigkeit oder mit der KI-Schwierigkeit 75 von 100. Ich werde dann zum nächsten Rennwochenende das mal erhöhen auf 80 schon mal und danach dann immer stufenweise noch ein bisschen anziehen, damit wir dann auch wieder eine Herausforderung haben und nicht hier mit Alfa Romeo ständig die Rennen gewinnen, obwohl wir noch gar nicht so weit upgegradet haben. Aber egal. Wir sind dann Sechster auf dem Temporadar. 335,2 Kilometer pro Stunde. Ja, in Top Speed sind wir relativ weit hinten, denke ich. Aber egal, mal schauen, wo wir rauskommen. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Bottas und Pierre Gasly. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Das glaube ich auch. Und wir sind Vierter geworden, sind damit auch wieder in Startreihe 2 gekommen. Pierre Gasly hat sich noch vor uns geschoben, so wie Bottas. Das war ja klar eigentlich, aber dass der Pierre Gasly noch das schafft, hätte ich nicht gedacht. Vor allem, da Verstappen eine Sekunde langsamer ist als die Spitze. Und ja, hat er echt gut gemacht. Wir haben aber auch die beiden Mercedes hinter uns gelassen. Demnach war das eine gute Leistung von uns. Und ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Bin dann gespannt, wie es wird im Rennen. Vielleicht schaffen wir es wieder, ziemlich weit vorne zu landen, wenn wir eine gute Performance hinlegen. Trocken soll es ja bleiben. Aber okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch und bis dann. Tschüss.